Hallo und willkommen, liebe Nachbarn-Crew. Ich bin's wieder, euer DJ-Dream, und ich heiße es jetzt Come in War Thunder. Und damit geht es auch jetzt weiter mit der Vorstellung, was wir da alles so gekriegt haben. Ne? Jetzt sind wir bei den Italienern. Die haben jetzt nur leider zwei Sachen: Helikopter und ein Flugzeug. Allzu viel ist da nicht rumgekommen, leider. Aber gehen wir trotzdem mal durch. Das ist, Moment, wir gehen erstmal in die Vorschau rein. So, BR-20M1. Ja, kleiner Bomber, muss man sagen, auf einem Rating von 1,7. Klein, fein, süß, ne? Klein, fein, süß. Ja, sieht auch sehr typisch italienisch aus, wie man so schön sagt. Ja, was haben wir denn da? Eine Kanzel mit 12,7 mm Breda-Kanonen. Dann haben wir nochmal zweimal 7,7er Breda-Kanonen. Und halt die Möglichkeit, Bomben zu tragen. Da gucken wir gleich genauer drauf. 411 km/h auf dem Rating von 1,7. Das ist schon schnell genug. Das ist schon ganz nice. Wenn ich überlege, wie viele Doppeldecker da immer wieder so rummachen. So, Wendezeit 32,1 Sekunden. Ist normal beim Bomber. Die Steilgrade ist noch grottig, ja. 2,3 Meter pro Sekunde. Ich glaube, das könnte sogar ins Minus geraten, wenn wir jetzt Bomben wählen. Ja. 12x50er, 12x100er, 250er mal, also 4x250er, 2x500er, 2x800er. Die 800er nehmen von der Steilgerade minus 2,6 Meter pro Sekunde weg. Das funktioniert dann gar nicht, weil wir haben nur 2,3. Das wären dann... ja, wartet mal. Ja, also jeder kann Mathe von euch, ne? Der Witz ist dann, sobald das Ding startet, sinkt der eher, als hält sich irgendwie oben. Der wird also durchgehend immer sinken, wenn es auch nicht viel ist, aber immer wieder sinken. Ich hoffe mal, das verbessert sich. Hier steigt seine Geschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit. Komm schon, irgendwas an der Steilgerade, das wäre ganz nice. Ah, das ist gut. Das ist gut. Aber es steigt in Geschwindigkeit. Also wenn ich jetzt so ganz grob mal hier jetzt drauf achte, 4,3, was hatten wir hier? Da hatten wir 5. Ja, 9,3. Dann nochmal 3,6. Komm, 0, nee, das ist das andere, 5,8. Ich will ja nicht dumm Zeug babbeln, Leute, aber das sieht mit den Geschwindigkeiten aus, als könnte man schon so kurz vor der 500 km/h kommen. Ne? Könnte möglich sein. Wäre möglich. Das ist ganz nice. Ja, wie gesagt, allzu viel Bombenqualität haben wir dann auch nicht, also es geht. Ja. Daher machen wir jetzt mal einen kleinen Testflug mit dem Baby. Achso, okay, wir können jetzt hier nicht die anderen Bomben auswählen. Machen wir mal so. Das reicht ja auch mit den 50ern. Ach du Herrgott, ey, die Karten, das sieht ja immer schlechter aus. Ich glaube, das ist ein Grafikfehler. So. Okay. Mal sehen. Wie schnell er hochkommt. Oh, das geht. Ja, das ging eigentlich jetzt. Er hat nicht allzu lange gebraucht, um hochzukommen. Das finde ich nice. Gucken, wie das Cockpit aussieht. Ah, wieder Platzhalter. Ein richtig nices Cockpit haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Bei den Bombern. Wenn das jetzt mal komplett alles gemacht wird, ich glaube, das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Aber trotzdem ganz nice. Ach, da ist noch so eine extra Luke. Okay, ich guck mal durch. Oh, das sieht ja nice aus eigentlich, der Innenbereich, ne? Hallo, hallo? Okay. ja. Oh ja, man spürt, wenn man in die Kurve geht, man spürt diese Trägheit, man spürt es intensiv, sogar sehr deutlich. Alter Verwalter, okay. Man spürt es. Ja gut, wie bombe ich richtig? Ich glaube, das brauche ich euch nicht zu erklären, wie man bombt, ne? Das, ja. Bum, 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 bum. Ja, die 50er reichen nicht aus, einen Hangar platt zu machen. Naja, gut. Das lassen wir jetzt mal so stehen, ne?
50 Kilo reichen auch aus, einen Hausplatz zu machen, eigentlich. Und, seht ihr, normalerweise müsste das Haus... Ah, okay, es ist weg. Ja. Aber ein Hangar geht nicht drauf. Ja, die Steigrade ist wirklich grottig. Man spürt sie. Aber ansonsten, ja, für ein Rating 1.7 Bomber ist das in Ordnung. Aber das Bild finde ich nice. Das Bild fand ich gerade jetzt nice. Jo, gut. So viel, ne? So viel dazu. So, ja, da ist ja nichts gekommen. Ach, stimmt, doch, bei den Italienern ist ja noch was gekommen. Der Helikopter, stimmt. Ich hab's vergessen, Leute. Ja, machen wir erstmal Vorschau und dann machen wir den Testflug. So, sieht ganz nice aus, ne? A129 International. Ja, gut, er hat einen anderen Namen noch. Den haben sie wohl nicht hinzugefügt. Mungusta, übersetzt heißt das Mungo. Und ja, wer nicht weiß, was ein Mungo ist, das sieht aus wie ein kleines süßes Wiesel, das mit Vorliebe Schlangen frisst. Es gibt sehr interessante Tierdokus über diese Tiere, wie sie eine Kobra erledigen. Und ihr wisst, Kobras sind giftig und diese... Oh, das ist krass, ey. Da legt sich dieser kleine Scheißer mit dem gefährlichsten, ja zweitgefährlichsten Tier auf diesem Planeten unter dem Thema Gift eigentlich an. Oh mein Gott, ey. Also, ja, ich würde mich nicht mit einer Kobra anlegen wollen, aber gut, das ist gesunder Menschenverstand, ne? So, ja, 70 mm Hydra Rocket Raketen, 76 Stück, die sind hier so schön zu sehen. Okay, eine Kanzel mit 12,7 mm Kanone, 750 Schuss, okay. Ja, 315 km/h. Noch irgendwas zusätzlich? Oh, Schutz haben wir. Wie viel? 40 mm, das geht. Hier sind natürlich nochmal 20. Was noch? Irgendwas Wichtiges? Zum Wissen? Nee, nicht wirklich, ne? Gucken wir mal. Oh, das lässt sich aber schön sehen. Alter, was hat der für einen schönen Kram, Alter? Das müssen wir jetzt mal... IRCM. Oh, Leute, wir haben IRCM drin. Alter Verwalter. Wir haben Infrarot. Wir haben Infrarotsystem, ne? Ist das, ja, das ist nice. Also die Hydra, da gibt es nichts zu sagen dagegen. Die Hydra sind einfach nur geil mit ihren 290 mm Schlagsleistung. Da gehen schon manche Panzer flöten. Wir können natürlich Gondeln dran spacken, wie ihr seht. Dann nochmal 1000 Schuss von der 12,7 mm Kanone. Brauche ich jetzt aber nicht gerade. Was haben wir hier? Hydra und die Gondeln, würde ich behaupten. Ja. Nochmal MG und Hydra 70. Ach nee, das sind die Mighty Maus. Aha. Wie viele Mighties sind das? Steht da gar nicht mit dabei. Steht hier echt nicht mit dabei, oder? 12,7. Doch, 6 Raketen Mighty Maus. 6, ne, ist nicht allzu viel. Dann halt die Hydras. Da sind dann nur 38 Raketen noch, weil ihr die Gondeln mit drin habt. Gondeln nochmal Mighty Maus. Mit deutlich mehr Raketen Mighty Maus. Okay, warum nicht gleich so? Dann haben wir hier BGM 71. Oh Gott, im Himmel. Und Tau... Ah ne, das ist eine Tau-Rakete, ja. 8 Stück. 900 mm. Ja, leck mich am Arsch, das ist heftig. Dann hier Hellfire mit ihren 1000 oder berühmten 1100 mm Durchschlagsleistung. 8 Stück. Oh mein Gott. Ja gut, dieser Helikopter ist halt wirklich auf Bodenziele getrimmt. Damit kann man, also den kann man nicht nutzen, um irgendwelche anderen Helikopter, ja doch, mit der Kanone halt, aber wir haben keine Luftraketen. Wir haben keine Luftraketen. Wir haben nur Luft-Bodenraketen. Was anderes haben wir nicht. Oder besser gesagt, eigentlich haben wir nur Boden-Boden-Raketen. So, dann haben wir hier nochmal MG-Gondeln und hier die BGM-Raketen. Dann hier mit den berühmten Hellfire-Raketen. Gondeln, halt die Maschinengondeln mit den Raketen. Dasselbe Prinzip nochmal, MG. MG und ATM 114. Sagt mir jetzt gar nichts vom Namen her. Achso, Hellfire. Aha, 8-mal Hellfire, 6-mal Mighty Maus Raketen und dann noch die Gondeln dran. Ach du heilige Scheiße. Was haben wir hier? Die Tau-Raketen 8-mal, 22 Mighty Maus.
Und die Gondeln. Also die Maschinengewehrgondeln. Ja, krass, ey. Leute, das Waffenarsenal ist schon echt bestialisch hier. Muss man schon sagen. Also der ist ja mal krank, der Heli. Ja, dann haben wir hier, was ist das? Hellfire, 8x, 21 Mighty Maus. Mit den MG-Gondeln, aber diesmal. Ne, ne, doch, mit MG-Gondeln. Aber nur eine einzige. Okay, also. Ja. Ja, nicht schlecht. Gut, dann gucken wir mal, wie der sich fliegt. Gibt es da einen Unterschied? Nö, nee, gibt nicht. Schade. Oh, wir können hier mehrere auswählen. Okay, wir machen jetzt gleich mal das da. Wir nehmen jetzt gleich mal die große Liste. Die ganz großen bösen Dinger. Oh, das ist ja mal ein geiles Bild. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das muss neu sein, Leute, oder? Das ist so mal. Alter, sieht das geil aus. Heroisch. Okay, was ist der kleine Scheiße? Der ist ja wirklich klein. Oh, guck mal, wie süß. Oh, ist der niedlich. Okay, dann wollen wir mal sehen, was der so drauf hat. Okay. Aha. Okay. So, da hinten sind die Ziele. Da machen wir uns jetzt hin. Okay, wir müssen nur ein bisschen ausbalancieren, aber das geht. Das geht schon. Okay, die Kanone. Ja, das ist das Übliche, was man so kennt. Dann gehen wir mal an die. Oh, geil. Okay. Ach ja, ich habe vergessen, ich habe ja. Ja, ich habe ja die Raketentasten wieder umgestellt. Jetzt muss ich das wieder rausfinden. Aha. Welche war das jetzt? Scheiße, was? Ich weiß es nicht. Na, lässt sich aber ganz gut rumziehen eigentlich. Okay. So, lässt sich ganz gut rumziehen. Die haben aber auch noch was an der Steuerung für den Helikopter gemacht. Also das werde ich dann auch noch ganz schnell mal umstellen müssen, die Tage. Interessant. Oh, das war jetzt. War das jetzt eine AGM-Rakete oder was war das jetzt? Ne, das war eine. Das war, glaube ich, die Tau-Rakete, die ich abgefeuert habe. Da ist gar nichts auf der Taste. Das ist die AAA, das ist die Lenkrakete. Das ist die Lenkrakete, okay. Ja, ich muss das mir echt nochmal umstellen, Leute. Ich habe mir die Tasten so ganz blöd gemacht. Dabei hätte ich so einfach haben können. Oh. So, jetzt kommen wir jetzt mal vom Blödsinn weg. Ne, jetzt wollen wir erstmal sehen, so allgemein, was kann er noch so. Also wir steigen jetzt erstmal, ist er loopingfähig? Das ist für mich die Voraussetzung. Ich liebe Looping. Ah, seine Bewaffnung lassen schon grüßen. Kann ich das Fahrwerk eigentlich? Ne, das ist feststehen, ne? Ja, das ist feststehen. Schade, ich dachte, ich kann das Fahrwerk einfahren. Ja. So, ich glaube, wir sind hoch genug. So, mal gucken, was kann. Oh, das sieht nicht so gut aus. Doch, es geht, es geht, es geht. Na, 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 das kriegt er, das kriegt er. Ah, nein, das war ein bisschen zu viel gedrückt, aber ja, er kann's. Also. Das ist drin, seitlich, kann das auch. Jo, alles kein Problem, er kann die Manöver. Kurventechnisch geht's bisschen. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber die Trimmung hier läuft sehr gut.
glaube, das war ein Roland oder ein Alatz. So, wartet. Was ist denn die Steuerung dafür? So. Upsi. Nee? Nee? Hä? Ich muss, ja, wie gesagt, ich muss bei mir das nochmal umstellen. Ja, ich sag mal, der ist nice. Ich sag, der ist nice. Mir gefällt der. Mal gucken, wie teuer er ist, Leute. Den letzten Stand hatte ich ja, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Das können wir aber ganz schnell mal nachgucken. Klicken einfach auf Bestellen. Ich kaufe ihn ja jetzt noch nicht. Lass mal gucken, wie teuer er ist. Was ich wieder Gaijin da wieder braucht. Das kennen wir aber, das ist das übliche Problem hier. Der Gaijin Mangusta, genau, da ist der Name auch. Oh je. Na? Ah. 45 Euro. 2000 Golden Eagles dabei, 15 Tage Premium. Ja. Puh. Ja, es geht vom Preis her. Es geht. Er ist halt nur für Bodenziele ausgelegt. Das ist so das einzige Manko. Aber ansonsten finde ich ihn eigentlich ganz nice. Ich muss mir jetzt sowieso erstmal hier die Helikoptersteuerung da ein bisschen umstellen, damit ich das über die Maus alles machen kann. Ja. Eigentlich geht's. Nehme ich euch gerade mal hier kurz mit, um zu gucken, wo das auch ist. So, Hubschrauber. Ja, gute Frage. Wo kann man das jetzt direkt? Maus-Funktionssimulator? Nee, Maus-Joystick? Nein. Relativsteuerung? Nein, keine Ahnung. Das muss ich mich dann doch genauer... Maus-Control-Mode. Aha. Also Royal Control Mode, ach so. Ja. Aber da sieht man, das muss mich jetzt demnächst mal, oder jetzt mache ich das gleich, mit den Raketen dann da noch ein bisschen rumschalten, wie ich das dann mache mit dem ganzen Raketen dann da. Auf jeden Fall. Aber irgendwie kann man, so hieß es in der Webseite, also so hieß es auf jeden Fall, dass man das umstellen kann. Ach du Gott. Da ist eine Menge Zeug. Nee, Leute, da brauche ich ein bisschen länger. Das kann ich euch dann erklären, wenn ich es rausgefunden habe. Gut. Ja. Ja. Ich schätze mal, das war's. Panzertechnisch ist ja nichts gekommen. Ja, das war's auch schon wieder. Jetzt mit den Italienern. Ja. Viel ist nicht gewesen. Aber es geht. Ne? Und den Helikopter finde ich wirklich ganz nice. Da, ja, da tendiere ich nicht haben. Ich habe jetzt den Monat schon genug Geld Gadget in den Rachen gestopft. Ich muss ja nicht, noch mehr das jetzt den Monat tun. Ich weiß, wir haben nicht mehr viele Tage bis zum nächsten Monat, aber trotzdem. Ja. Gut, dann, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und informiert. Und wenn es das hat, dann lasst einfach ein Like da, lasst einen Kommi da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne, mit China. Und dann geht's so weiter und so weiter. Mal gucken, vielleicht kann ich wirklich das nächste Mal auch zwei Nationen behandeln. Gucken wir mal, wie es läuft. Also bis dann, Leute. Ciao.